Hallo, willkommen zu einer neuen Folge bei Raw Future TV. Ich habe die letzten Tage was Nettes programmiert. Und zwar nennt sich das der Raw Future Rezeptgenerator. Version 1.0 ist das jetzt hier. Da könnt ihr einfach mal auf die Webseite gehen von Raw Future. Die blende ich euch natürlich hier ein. Könnt ihr hier anklicken im Video oder in der Videobeschreibung. Das leitet euch dann direkt zu dem Rezeptgenerator. Ja, was ist das Ganze? Wir schauen uns das einfach mal an. Und zwar haben wir jetzt hier ganz viele Zutaten, wie ihr seht. Ja. Und ihr könnt jetzt einfach mal, wenn ihr zum Beispiel, ihr habt im Haus Tomaten und sagt, ihr wollt ein leckeres Rezept mit Tomaten machen, dann klickt ihr hier einfach auf Tomaten. Ja. Hier auf dieses kleine Feld. Und dann bekommt ihr jetzt hier alle Rezepte aufgelistet, in denen Tomaten vorkommen. Ja, zum Beispiel hier diese tolle Rohkostpizza, dann könnt ihr hier auf das Bild klicken. Und dann seht ihr, okay, da sind tatsächlich Tomaten drin, eine frische, getrocknete Tomaten. Da kann man schon was mitmachen. Ja? Und ihr habt direkt auch das Video dazu, hier die Zutatenliste. Wenn ihr aber jetzt sagt, okay, ich möchte das noch ein bisschen mehr eingrenzen, meine Suche, dann könnt ihr zum Beispiel auch noch auf was anderes klicken. Jetzt sagt zum Beispiel, oh, ich hätte jetzt Lust auf was Scharfes. Dann klickt ihr hier auf Chili. Ja? Und dann wird die Suche weiter eingegrenzt. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Detox-Tomatensuppe und wir haben Chili sin Carne. Da könntet ihr euch jetzt zum Beispiel schon mal entscheiden, welche dieser beiden Gerichte ihr bevorzugt. Und ihr könnt die Suche natürlich immer noch weiter eingrenzen. Ihr seht, hier sind ganz viele Felder deaktiviert, weil eben zum Beispiel Datteln in keinem der beiden Rezepte vorkommen. Aber hier zum Beispiel Karotte. Dann klickt ihr auf Karotte und dann habt ihr jetzt hier diese Detox-Tomatensuppe. Auf die könnt ihr natürlich dann auch wieder klicken, kommt sofort zum Rezept. Hier unten ist das Video. Na, das ist so eine nette Sache, die ich jetzt in den letzten Tagen hier programmiert habe. Könnt ihr ja einfach mal einen Blick drauf werfen. Es geht auch weiter. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch auswählen, statt alle Zutaten sollen in dem Rezept vorhanden sein, dass nur eine der Zutaten in dem Rezept vorhanden sein muss. Na, das ändert das Suchverhalten immens. Wir bekommen jetzt hier viel mehr Rezepte. Ich kann euch auch erklären, warum das so ist. Bei dem ersten Punkt, den wir hatten, dann werden tatsächlich nur die Rezepte genommen, die genau diese Zutaten, die hier gewählt wurden, beinhalten. Ist also eine logische Und-Verknüpfung. Und das zweite ist eine logische Oder-Verknüpfung. Das heißt, es werden jetzt alle Rezepte rausgesucht, in denen entweder Chili, Karotte oder Tomaten vorkommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Datteln klicke, dann kommen noch mehr Rezepte, nämlich ganz viele Rezepte, wo eben auch Datteln vorkommen. Dann könnt ihr hier zum Beispiel auch über die Seiten navigieren. Das sind also ganz viele Rezepte. Generell habt ihr natürlich alle Rezepte oder viele Rezepte. Also alle YouTube-Rezepte habe ich noch nicht auf meiner Seite. Weiß ich auch noch nicht, ob ich alle hier abbilde. Aber wenn ihr auf Rezepte klickt, habt ihr natürlich hier Hauptspeisen, Vorspeisen oder Naschereien. Ja? Hier gibt es also alle Rezepte und hier ist eben auch der Link zum Rezeptgenerator, den ich euch eben gezeigt habe. So, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein kleines, kurzes Video, in dem ich euch einfach diesen Generator vorstellen möchte, beziehungsweise die Arbeit, mit der ich mich die letzten Tage beschäftigt habe. Und ich weiß noch nicht genau, wie es auf dem Smartphone aussieht. Ich habe ja selber kein Handy. Könnt ihr gerne generell eure Feedbacks geben, Verbesserungsvorschläge zu der PC-Version und der Smartphone-Version. Schreibt mir einfach unten eure Kommentare, was ihr davon haltet, ob ich noch was verändern soll. Wie gesagt, ist ja auch erst Version 1.0. Ich denke, meine neue Version wird es auch bald geben, je nach Bedarf. Und eventuell werde ich auch noch andere kleine Programmchen hinzufügen. Zum Beispiel auch ein Suchfeld, wenn es mehr Rezepte werden. Es sind, glaube ich, jetzt gerade 70 Rezepte oder so auf der Seite. Und je mehr Rezepte das werden, desto besser ist es natürlich, das auch noch weiter einzugrenzen, wenn man jetzt ein besonderes Rezept sucht. Ja. Also mich fragen auch öfter Leute, das hat mir so ein bisschen den Anstoß gegeben, dieses Programm zu schreiben und jetzt dieses Video zu machen. Marlon, wie hieß nochmal das Rezept? Da kamen Datteln vor, da kam Biskuitpulver vor. Kann man natürlich jetzt mal nachgucken. Datteln. Und was haben wir? Biskuit müsste hier bei M sein. Das ist ja hier alphabetisch geordnet. So, und da haben wir jetzt schon nur noch 4 Rezepte. Und dann hat man das weiter eingegrenzt. Und so können die Leute, also wenn ihr Fragen habt, dann bezüglich Rezepten und Zusammenstellung, geht einfach auf die Seite, klickt auf die entsprechenden Buttons
Wenn ihr zum Beispiel gerade Tomaten oder Karotten im Haus habt und wollt die verarbeiten. Und vielleicht bekommt ihr genau das Rezept, was ihr sucht. Ja, so viel von mir an dieser Stelle. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen bei dem Video. Und wie gesagt, über ein Feedback. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal abonnieren. Hier gibt es viele Tipps, Tricks, Rezepte rund um die vegane Rohkost und die gesunde Ernährung und das Leben im Einklang mit der Natur. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Alles Gute.